Ja, zwei OIs im Doppelpack und dann noch von Spielern, die wissen, was sie tun. Und zwar von dem JM-Turbo und von dem Yusha. Der Yusha hat mir dieses Replay eingeschickt und ich habe da schon mal ein schönes Gameplay von ihm präsentieren dürfen und jetzt ist jetzt das zweite. Er spielt, wie gesagt, im Zug den OI auf der Karte Winterberg. Es ist ein Begegnungsgefecht. Siegeschance 69%. Ich wäre jetzt ungern im Gegnerteam, das muss ich gestehen. Und jetzt gucken wir mal, was die beiden mit ihrer OI da so reißen. Ja, der OI, der ist ja erst vor kurzem reingekommen mit der japanischen Reihe. Ein TS6er, schwerer Panzer. Ist relativ gut gepanzert, hat eine mörderische Kanone und der hat einen Schaden von 910 bei einer Durchschlagskraft von 75 mm und im Wirkungsbereich von 3,57 Meter mit HE, mit panzerbrechend, wurde ein Schaden von 700 bei einem Durchschlag von 121 und mit Hohladungsgeschoss, also Heat, wurde ein Schaden von 700 bei einem Durchschlag von 150. Er hat verbaut ein kleines Medikit, wie ihr seht, ein kleines Repkit und was ist das? Sushi irgendwas? Onigiri, da wird alles noch einmal ein bisschen aufgepeppt. Ja, was hat er neu gebaut? Gleiches Thema, ich weiß es nicht. Eine Kristallkugel habe ich auch nicht, aber ich werde mir jetzt wahrscheinlich auch nicht kaufen. Ich vermute, wenn er clever ist, hat er auch gebaut einen Ansetzer, einen Waffenrichtantrieb und einen Lüfter. Und er fährt dorthin, wo man mit dem schweren Panzer hinfährt, er fährt in die Stadt. Wie ihr seht, 1 zu 2. Die Jungs sind ziemlich keck. Aber okay. 1 zu 3. Wenn ich mal das auch gucke, ihr dürft euch nicht immer blenden lassen von den hohen Winrates. Die Winrate kommt dort zustande, weil die beiden Jungs dort, die beiden OI-Spieler, gut sind. Wenn ihr jetzt das Team euch anguckt, sind viele rote Orangen dabei. Sehr schön. Oder schön gemacht. Hat ihm jetzt gleich mal über 700 Schaden reingedrückt. Der hat sich bestimmt drüber gefreut. Im Prinzip ist der OI der japanische KV-2. Steht 4 zu 7. Ja, aber der M4, der kann doch nichts machen. Von vorne. Immer schön die Frontzeige. Und da passiert gar nichts. Dem M4 geht es jetzt an den Kragen, bloß der weiß es noch nicht. Er muss bloß auf die Minimap gucken. Und da seht ihr, dass er hinten auch nicht weitergehen kann. Aber ich will jetzt als erstes die Hellcat rausnehmen. Ah, okay. Er hat sich für den M4 entschieden. Ich hätte die Hellcat rausgenommen. Aber sei es drum. Jedenfalls, was macht denn der Model 2? Guck mal, wie er die AT-8 wegdrückt. Er drückt doch einfach zur Seite. Och. So, Achtung und Hellcatcher. Sehr schön. Das seht ihr mal, das Gewicht von 150 Tonnen, wie der eben den Jagdpanzer, den Englische, weggedrückt hat. Steht der Gegenspieler da. Und jetzt einfach ein Abpraller. Ah, er hat mit Heat geschossen. Sieben zu 10. An der Windchance hat sich nichts geändert. Beide Kollegen sind noch ziemlich voll. Ah, der Crusader. Da. Naja, eigentlich hätte er gar nicht auch alle müssen einfach vorbeifahren, wegschießen, weiterfahren zum nächsten, bitte. So, und der steht da, der war es gar nicht. Achtung, hallo, guck mal. Tut mir schon leid, ne?
Oh, guck mal da hin. Eine freche, vorwitzige Cromwell. Ah, macht's gut. Habt ihr gesehen? Er ist rübergefahren. Der Cromwell ist nicht durchgekommen. Das steht aber jetzt gedreht. Weil er doch rückwärts ziemlich langsam ist. Okay, sei es drum. Cromwell ist auch weg. Oh, sein Kollege, der ist... One-Shot. Wir sind bewegungsunfähig. Der ist weg, ja. Gut. AT2 kommt beim OI nicht durch. Die Su-100Y kommt zum Unterstützer. Die, ja, die würde ich jetzt rausnehmen. Probiere rauszunehmen. Was schießt er denn? Ach, die macht halt auch. Die hat ein 130mm Geschütz. Die macht auch Aua. So, Achtung. Ja, Yusha, ich will jetzt nicht altklug sein, aber du kommst mit einer Hohladung vorne am AT2 nicht durch. Wenn, dann hättest du auch auf die Kuppel schießen müssen. Es kommt von hinten die Hellcat. Also ihr seht, so einfache Durchmarsch, wie man das meinen könnte, wenn man am Anfang sieht, Windchance 69%, ist das nicht. Das sind die beiden, die das Spiel hier entscheiden werden. AT2, ja, HE drauf und gut ist. Mutter nimmt sich Zeit. Oh, jetzt fahren wir Mutter hin. Wir gucken mal. Will er den Kill seinem Kollegen lassen? Guck mal. Die spielen mit dem AT2. Klasse. Das ist doch Quälerei. Komm, jetzt beendet das Ganze. Die haben uns eine Kette abgeschossen. Wir stecken fest. Achtung. Das könnten KV-2 sich nicht erlauben. Die könnten jetzt eins machen. Sie könnten der AT2 einfach totrammen. Ich bin mal gespannt, wie lange dass sie das Spiel noch treiben wollen. Ich meine, theoretisch, da steht's, Ramhim. Das, was ich gesagt habe. Ich würde einen Ramme. Man kann natürlich jetzt auch noch 6 Minuten weiter so treiben. Oder man macht so lang, bis der AT2 keine Munition mehr hat. Oder er will damit einen Auftrag erfüllen. Das könnte auch sein. Dass er genügend Schaden tankt und kriegt dann dreifache Stahlwand und kann damit auch einen Auftrag abschließen. Ah, der Yusha ist clever. So wird's nämlich sein. Kill this bitch! Ich glaube, der AT2 ist aufgegeben. Kette wieder funktionstüchtig, los geht's! Ich glaube, der hat keine Munition mehr. Ne, er schießt weiter. Ich muss sagen, er ist tapfer. Kette verloren! Wir sind bewegungsunfähig! Hm.
Achtung, er rammt, ne? Guckt euch mal die Größeverhältnisse an von dem AT-2. Für den beide OIs. Er hat jetzt 3045 Schaden getankt und jetzt haben sie das Spiel beendet. Ja, er hat den Abschuss seinem Kollegen gelassen. Jetzt zusammen haben sie 11 Kills. Tolle Leistung. Schönes Gefecht, hat mal Spaß gemacht. Und jetzt gucken wir uns im Detail die Auswertung an. Das war natürlich das Panzerass. 1, 2, 3, 4, 5 Mickey Mouse Medaille, 50.974 Credits, 11.565 Erfahrung. Aber Achtung, das war fünffach für den ersten Sieg des Tages. Das darf man nicht vergessen. Dann hat er dabei Cool Headed. Der hat dabei entscheidender Beitrag. Das ist, Brother in Arms, mir fällt der deutsche Ausdruck gar nicht ein. Und dann noch Großkaliber und der Krieger. Und gucken wir uns das mal vom Schaden an. Da sind sie beide ziemlich gleich. Der Yusha hat 2912 Schaden gemacht. Sein Teamkollege 2768. Zusammen haben sie 11 Kills. Erfahrung seht ihr hier. Und wenn ihr das anschaut, das Gegnerteam war gar nicht so schlecht. Guckt euch mal die Hellcat an. Die liegt da zwischendrin und der Grommel hat auch einen guten Job gemacht. Und die Su 100, nämlich nach denen beide, ist es schon runtergegangen. Guck mal, die Hellcat, der Sechser, die Su 100, Matilda, mit null Schade abgefratzt. Und deswegen darf man sich jetzt auf so eine Winrate nicht verlassen, weil die Winrate, die kam zustande, weil die beide gut waren. Also die müssen ihre Leistung bringen. Hätten die beide jetzt mal geschwächelt, wäre das Spiel in die Hose gegangen. Also 11 Schüsse hat er abgegeben, 10 haben getroffen, 8 sind durchgegangen, Schaden habe ich schon genannt. Und er hat 36 Treffer kassiert, 3 gingen durch, 33 nicht. 3045 hat die Panzerung abgehalten, ihr habt es ja gesehen, das war der AT-2. Er hat 8 Gegner beschädigt, 6 zerstört, 148 Spotting hat er gemacht. Er hat auch noch die Basis verteidigt und er hat 2,25 Kilometer zurückgelegt. Sein Teamkolleg, was hat er denn da gemacht? Oh, oder ein Teamkollege umgelegt. Der hat, sein Panzerung hat 5295 Schaden abgewehrt. Er hat 13 Schüsse abgegeben. Ihr seht es hier, da will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. 61 Schüsse hat er kassiert. Das war auch der AT-2. Und der ist 2,5 Kilometer gefahren. Und unser Yusha, der hat verdient mit Premium, ja, er hat zwischendurch mit Heat geschossen, 18.260 Credits. Ja, wie immer ein schönes Gefecht. Ich würde mich über eure Kommentare, Likes, auch weitere Abonnenten freuen. Wünsche euch viel Erfolg bei World of Tanks und bis zum nächsten Mal. Tschüss!